Was geschah das letzte Mal bei Skyrim? Kurz nachdem wir bei dem Turm angekommen sind und die Schreie der Überlebenden hören, sehen wir auch gleich den Drachen Mjolnir, wie er auf uns zustürzt und sich auch noch die letzten von uns holen will. Doch da geben wir nicht klein bei, mit Axt und Bogen und Pfeil stürzen wir uns auf ihn und besiegen ihn letztendlich nach hartem Kampf. Und, was niemand erwartet hätte, nach dem Kampf rauben wir den Drachen Mjolnir anscheinend noch seine Kräfte. Und wir kriegen berichtet, dass es sich bei uns anscheinend um das seltene Drachenblut handelt, was nur in Zeiten großer Not auf die Erde kommt. Ja, das wussten wir natürlich nicht. Wir sind sehr überrascht und sehr angetan zugleich. Testen unseren neuen Schrei auch gleich einmal aus, auch wenn es direkt in unsere Bekanntschaft ging. Und nachdem wir dem Jarl davon berichtet haben, was passiert ist, bekommen wir von ihm als Dank eine Waffe, einen Titel und einen Tarnen geschenkt. Ja, für den Tarn bin ich besonders dankbar bei dem Aussehen. Und nachdem wir mit Skulvar, dem Pferdehändler, geredet haben, machen wir uns auch gleich weiter auf den Weg, denn wir haben noch vieles zu tun. Unsere nächste Mission lässt nicht auf sich warten. Auch wenn wir ganz kurz mal einen Abstecher in eine Höhle machen, wo wir einen Blinden und viele Feinde treffen. Ja, ansonsten ist der Weg eigentlich schon die ganze Zeit durch Berge, ob weiß, ob grün, ob Fluss, ob Schnee. Die ganze Zeit geht es nur durch die Berge. Wir reiten, Lydia läuft hinter uns her. Ziemlich gemein, aber das Spiel will anscheinend nicht, dass man zu zweit auf einem Pferd reiten kann. Naja, wenn dem so ist, vielleicht wird es im späteren Spielverlauf noch die Möglichkeit geben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefällt, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Boah, Werbung habe ich noch nie gemacht. Ach, was für ein schöner Sommertag, um weiter zu spielen. Da unten steht sie, starr und beängstigend. Ich weiß, hab den Namen vergessen, aber alles klar. Und wir befinden uns jetzt in, nichts Falsches erzählen, genau diesem Ort. Tja, und begeben uns jetzt zu dem Ort, an dem wir eigentlich müssen. Und das ist, glaube ich, dieses Haus hier. So. Pferdchen abstellen. Und weiter geht's. Wie hieß du? Pferd von Nevergest. Achso. Lydia. Achso, alles klar. Hallo Lydia. Aufschließen. Nein, das will ich nicht. Ich will. Hallo. Wir sind in Invarstadt, okay. Ich muss aber sicher hoch, oder? Ich müsste ja eigentlich richtig sein. Bei den Göttern, dann ist. Ja, bei den Göttlichen. Was ich ein bisschen doof finde, ist bei dem Spiel, du musst die Leute wirklich direkt angucken, damit du hörst, was sie sagen. Das sieht gefährlich aus. Hä? Verarsch mich nicht, wo muss ich denn hin? Ach, da oben rein. Alles klar. Feuerschleierhügel entdeckt. Klasse. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ich bin begeistert. Ein Balsamierwerk. Hat sie gerade mit mir geredet? Feuerschleierhügel öffnen. Wo ist denn jetzt hin verschlägt? Da bin ich ja mal gespannt. Das ist anscheinend nicht die Hauptquest, aber vielleicht können wir noch ein paar Stufen leveln, bevor wir hochgehen. Sieht bedrohlich aus. Kommt Lydia mit? Ja, okay. Sieht sehr, was haben wir hier? Nichts Spannendes. Ein winziger Seelenstein und ein Drang. Und eine Begräbnisurne mit, wow, 2 Gold. Nur nicht knausrig sein, gell? Beschädigtes Buch überall. Okay. Hier war anscheinend länger keiner mehr drinne.
Durchsuche Trauger. What? What the fuck war das denn bitte gerade? Lesen. Vor dem Zeitalter der Menschheit. Illusion verbessert. Alles klar. Sonst haben wir nichts. Toll. Jetzt sind beide unten. Hört es auch wieder auf? Dankeschön. Alles klar, gut. Und dann haben wir es geschafft. Ich zücke vorsichtshalber den Hammer. Hallo, gruseliger Schatten. Das war ja mein. Sind aber echt geile Pfeile, muss man mal sagen. Lydia spürt da anscheinend auch was. Komm her, los! So, und down! Essenz des Phantoms, Fellrüstung, Fellschuhe, Eisendolch. Naja. Nichts Spannendes. Ich dachte irgendwie, das ist irgendwie was Besonderes, der Typ, aber ich habe schon Angst gehabt, dass wir Zauber für den Typen brauchen. Nehmen Essenz des Phantoms, durchsuchen Beute, Dietrich und hier Gold. Die sind alle so arm, die Kirchenbeute, das geht gar nicht. Lesen Tagebuch des Windelier. Alles klar. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Na, wenn es sonst nicht ist. Dann ist ja okay. Da liegt noch ein Zaubertrank des geringen Manika. Und ein Schild. Moment. War eigentlich gerade noch. Begräbnisurne. 10 Gold. Na, das hat sich wenigstens halbwegs gelohnt. Das sind wir noch in der Urne erwarten. Da ist normalerweise was anderes drin außer Gold, aber... Wir sollten öfters vor Zun stehen bleiben, bevor wir wild durchrennen. Sind wir schon am Ziel? Ach, hier brauche ich wieder eine Klaue, alles klar. Okay. Sind die Feuerspeier? Hier brauche ich eine Klaue und die kriege ich wahrscheinlich hinter dieser Tür hier. Na dann. toll. Auch toll. Jetzt habe ich es. Schloss knacken verbessert. Alles klar. Ich freue mich auch, euch zu sehen. 20 Gold und... Nee, danke. Stecke ich drin? Achso, da kommen auch Pfeile raus. Oh, gibt es irgendwas, was wo nicht Pfeile rauskommen? Ach, war das ein Kabel hier oder wie? Nee. Keine Ahnung. Komm doch mal da raus, Lydia. So, hier ist auch noch ein Trauger, den habe ich glaube ich durchsucht, ja. Ah, hier ist aber noch einer. Aber... Wo bekomme ich jetzt die Klaue her?
Huch, Moment. Durchsuche Begräbnisurne. Noch irgendwas übersehen? Da ist keine. Ist aber auch eine Hilfe, ne? Die könnte ja wenigstens wie so ein Hund... Na, klasse. Bellen und sagen, wuff, wuff, da fehlt was und so. Nee. Stop it. So. Wundert mich echt. Vielleicht kriegen wir die Klaue erst später. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir haben sie ja nicht mehr. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach draußen. Alles klar. Okay. Und ja, wir sind nicht... Du brauchst kein Schwert ziehen, wenn du hier rausgehst. Das ist alles wunderschön hier. So, na dann will ich jetzt aber mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Karte. Markierter Ort. Da muss ich hin. Dieser Ort entdeckt, Markierung platzieren. Sind also immer noch nicht da. Wir haben also immer noch einen Weg vor uns. Es ist zwar ganz nett hier, aber so wirklich was los ist hier nicht. Und ja, wie wir schon in der letzten Folge aufgeritten sind, so reiten wir auch dieses Mal. Und die Lydia läuft uns hinterher. Ich finde den Namen sehr schön, muss ich mal sagen. Ich finde den Namen sehr schön. Lydia. Dann sprechen sogar total falsch aus. Abgebrochen Baum ist auch geil. An Details mangelt es hier auf jeden Fall nicht, ne? So, und ich hoffe jetzt mal, dass ich jetzt hier den richtigen Weg einschlage. Aber irgendwie muss ich ja da hochkommen. Oh, was ist denn das? Das verfolgt mich da eigentlich. Ist wahrscheinlich Lydia, weil... Greift er mich an? Und der rennt weg. Okay. Ach, dieses Zeichen bedeutet immer eine Gruft. Alles klar. Ich würde aber wesentlich lieber... Wo sind wir denn hier? Alchemistenhütte entdeckt. Das interessiert mich. Ich benutze Alchemielabor und ansonsten... Hier ist auch keiner, okay. Blutende Krone. Nehme ich mal ein paar mit. Wer weiß, wozu die gut sind. Schmetterling im Glas. Holzschale. Holzteller. Der wahre Barentsjahr. Konnte jetzt auch nicht der Bettlerprinz. Okay, alles klar. Und Zaubertrank der Illusion, wunderschön. Lesen Tagebuch des Alchemisten. Ja, das lese ich mal vor jetzt. Es war eine ausgezeichnete Entscheidung, hierher zu kommen. Die heimische Pflanzenwelt scheint viele nützliche Eigenschaften zu besitzen, die ich zu neuen Zaubertränken verarbeiten konnte. Dank des gehaltreichen Bodens haben sich meine Stecklinge draußen zu prächtigen und üppigen Pflanzen entwickelt. Ich glaube, heute Nachmittag gehe ich wieder Pilze sammeln, denn meine Vorräte gehen allmählich zur Neige. Eine persönliche Anmerkung, ich habe meine alchemistische Arbeit aus den Schuppen nach draußen verlegt. Ich habe festgestellt, dass die Mittagsluft meiner Gesundheit zuträglich ist und meine Arbeit beflügelt. Ja, das ist doch schön. Knoblauch und Trank der geringen Manika. Kommt zurück und alles Zeug ist weg. Klasse. Auch scheiße, ne? So, da holen wir was zu alchemieren. Alcheminieren. Zutaten. Blasenpilz. Zutat optimal. Erfordert Blasenpilz. Zutat optimal. Blasenpilz
optimal. Anknau-Effekt. Weizen und Blasenpilz war da was, oder? Ja. Und Weizen und das da geht auch nicht. Auch nicht. Langweilig. Okay, gut. Wir haben immer noch nichts Tolles gefunden. Warum auch nicht? Wir machen mal los weiter. Und ich hoffe einfach mal, jetzt begeben wir uns langsam. Wo ist eigentlich Lydia? Die könnte ja mal helfen. Was ist das hier? Mädel, du bist im Weg. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Yay! Und wir gehen wieder auf Ausdauer. Gehen wir diesmal? Ja, wir gehen diesmal auf Ausdauer. Wo ist meine Schmiedekunst? Ich will immer noch die Schmiedekunst erlernen. Talente zum Verbessern 4. Tja. Da werden wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Und jetzt geht das mal weiter hier. Warte, wie ging es hoch jetzt? Oh, warte. Die Ansicht zu Pferd ist auch göttlich. So, wo war ich denn jetzt gerade? War das gerade eben schon Schnee? Bin ich jetzt komplett blöde? Ivarstedt. Riften Helgen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ich weiß nicht. Gibt es da vielleicht eine Gebrauchsanweise, wie man da hochkommt? Weißflusswacht, Honigbrauerei, Flusswald. Abbrechen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Ah, schau mal einer an. Hier geht es anscheinend einen Berg hoch. Zumindest geht es in den Berg rein. Ob es das hochgeht, weiß ich nicht. Aber rein geht es hier auf jeden Fall schon mal. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal hier hoch oder reiten hier hoch. Wer sind denn die Damen und Herren da? Keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Den Weg nach Einsamkeit, okay. Das sieht mir doch schon viel mehr nach dem Weg nach oben auf dem Berg aus. Schön abgelegen und kaum sichtbar. So stelle ich mir einen Weg nach oben vor. Ja, greif ruhig weiter an. Passt schon. Lydia, steh ruhig da. Ich jage und fische seit Jahren. Greif nochmal mein Pferd an. Dietrich Gold. Alter. Ich nehme das mal alles mit. Warum nicht? Handschuhe, Hut, Eisenpfeile. Mein Langbogen, meine Dings wurde auch nicht erhöht. Das heißt, ist das mein Pferd? Das ist mein Pferd. Macht mein Pferd da? Ne, es ist nicht mein Pferd. Wo ist mein Pferd? Ach, da oben. Alles klar. Und was gibt's hier so? Hätte ich das kaputt machen? Nee. Was bist du? Nee, ich geh jetzt mal nicht zur Hämmershöhle. Ich gehe mal straight nach oben weiterhin. Ich bin nur angehalten, weil die Frau mich angegriffen hat. Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, ne? Du bist auf dem Weg nach oben in die Berge, dir ist kalt, kommst da an mit deinem Pferd, auf einmal kommt so eine Frau von, ey, was sollst du hier, ey, bumm, ja, ne? Wie jetzt, hier geht's nicht weiter hoch.
Geht's hier nach unten hier? Karte? Ich bin gerade mal hier. Aber hier ging's doch auch nicht. Och man, ich will da hoch. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich zu blöd, da hochzukommen? Egal, wo gehe ich lang? Och, dummes Pferd, ey. Die Ansicht vom Pferd ist echt scheiße gemacht. Also da müssten sie echt... Weiß nicht. So. Soll ich diesen beschissenen Weg wieder nach unten? Ich glaube es nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Hier ist noch ein Weg nach oben. Ne, ist es ein Weg nach oben? Ich weiß es nicht. Es könnte einer sein. Ich probiere es einfach. Ich weiß, mir bleibt das sonst nichts anderes übrig, ne? Außer zu probieren. Das Pferd schafft wesentlich steiler anhin als ich anscheinend. Also könnte es das werden. So. Ich glaube nicht, dass das der gewollte Weg ist, aber manchmal findet man auch auf ungewollten Wegen seinen Weg. So, das hat ein bisschen gelackt jetzt, weil das natürlich nicht so geplant ist vom Spiel. Aber wir sind auf jeden Fall weiter nach oben gekommen, was ich als sehr positiv erachte. Alter, der Mond sieht voll geil aus. Okay. Hier, das sieht mir doch schon nach einem besseren Weg aus. Ich weiß ja nicht, wie man auf diesen Weg kommt. Okay. Alter, nein, ich will nicht wissen, was das ist. Lauf weiter. Ich will mich nicht damit anlegen. Hier geht's wieder nach unten. Das will ich auch nicht. Ich will nach oben. Straight nach oben will ich. So, immer schön nach oben. Alles klar, guck mal da. Da geht's Treppen hoch. Gut. War das das Pferd gerade? Das klang sehr seltsam. Aber voll geil mit den Himmelslichtern gemacht hier. Und auch der Schnee sieht gut aus. Ja, gut, der Schnee. Aber ich meine, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Kann man nicht sagen. Und ich glaube, wir sind jetzt doch langsam richtig. Auch wenn es ein unüblicher Weg war. Aber langsam sind wir, glaube ich, da, wo wir hin wollten. Und ich glaube, sehr gut, dass ich dieses Vieh gerade nicht angegriffen habe. Wer weiß, was für eine Power das Ding hat. Im Endeffekt macht es uns doch genau hier oben platt dann. Das wäre natürlich unschön, ne? Wir sind richtig. Was für Riesenfestungen in solchen Bergen versteckt sein können, ist echt krass manchmal. Alter Schwede. Ob es jemals Rachenkämpfe gab hier oben? Könnte ich mir voll geil nach Hochrodgar erreicht. Das könnte ich mir voll geil vorstellen, wie hier Drachenkämpfe existiert haben. Durchsuchen, Ruhe leer. Das ist echt voll böse. Du kommst hier hoch, das erste, was du tust, du klaust das mal. Das Salz nehme ich mal mit. Kohle nicht so. Na. Trotzdem mal in die Truhe reingeschaut und wir gehen nach oben. Hoch Rodgar. Wir sind da. Wollen wir mal schauen, was die für uns bereitgehalten haben, die Leute hier. Hallöchen. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich wollte gerade was trinken, ich dachte, der quatscht noch ein bisschen.
Da wir noch ein bisschen unerfahren sind, frage ich das. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Na dann, ne? Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Lydia, würdest du kurz als Testobjekt... Achso, Quatsch. Schreit uns an und gebt uns eine Kostprobe eurer Stimme. Ach, dich? Moment. Tut mir leid, Lydia. Tut mir leid. Er will, dass ich ihn anschreie. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Drachen, ihr seid es. Willkommen in Hochwortgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ich weiß es nicht genau. Der dämliche Ort, die dämliche Frage, die nachfragende Frage und die blind drauf los möchte ich auf keinen Fall, weil ich folge nicht einfach irgendjemandem, auch wenn er mir sympathisch ist. Ich frag mal dämlich. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochwortka am Hang des heiligen Berges von Pynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Also ist das hier... Ich will es nicht sagen. Ja dann. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist... Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. What the fuck? Wort der Macht gelernt, wow! Neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreien. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Hallo! Wow, mach mal ruhig. Na dann! What? Wow! Was für Ziele? Ich, Lothar!
Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Beide Worte? Verwendet sowohl Fuß als auch Fuß. Wenn ihr sie kombiniert, wird er schreien. Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Wie verwende ich denn beide Worte? Moment, ich setze mich ganz anders hin. Schnuckel, du bist mir im Weg! Alles... Boah, ich hau ja wirklich alles um, ja. Ich muss also länger auf Y drücken. Bleib aus dem Weg. Sehr gut. Wieder einmal. Na dann. Wie alles durch die Gegend fliegt hier, das ist absolut geil. Freut mich irgendwie. Freut mich schon, das gegen Gegner einsetzen zu können. Na dann, der letzte. Euer Turm ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Das bist du. Ja, ich rede gerade ein bisschen wenig, aber die reden ja hier sehr viel gerade. Hallo Bori. Na dann. Das habe ich auch schon schneller gesehen. Ernsthaft? Schaffst du es heute noch? So, hier sind wir nun im Hof. Jetzt bringen wir die, ich wollte sagen. Vier Leute, wie alt sind die eigentlich? Nächste Prüfung. Jetzt werden wir einen völlig neuen Schrei lernt. Ein neuer Schrei? Jetzt wird's kompliziert. Na dann? Na, was denn jetzt da? Was denn jetzt? Der Typ will mich verarschen. Meister Bori wird euch die ersten Wörter eines neuen Schreis lehren. Geht zu ihm. Na dann. Meister Bori wird euch Wut beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Ach jetzt. Hallo, Schrei. Das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Ja, Griechen. Das Wort gelernt. Wirbelwind, Wirbelwind, Sprint. Er wird sein Wissen über Wut mit euch treiben. Gib mal her. La 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 la. Wunderschön, danke dir. Ah, den hab ich... Der Wolfgar wird euch den Wirbelwind sprechen. Anschließend seid ihr. Meister Bori. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt seid ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Na dann. Ist das schon alles? Okay, das geht anscheinend also nicht. Gut, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Magie, Zerstörung, Schreie. Ich habe jetzt den Wirbelwind-Sprint, den lege ich mir mal auf Q. Wie ging das? Q? Ach so, F. Okay, F ist Wirbelwind-Sprint, also... Einmal.
So, jetzt kann ich, Moment, Q. Jetzt nehme ich den Wirbelwind-Sprint. Genau. Und jetzt müsste ich ja... Geil! Not bad! Ach, gerade geht's nicht, okay. Das ist ja geil. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tun erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Wir sind mal bescheiden. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Das ist interessant. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Ihr könnt mir sicher noch. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraushaben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Da hat er allerdings recht. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen und Wortsprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut, könnt sie beinahe mühelos erlernen. Das ist interessant. 5. Unser Anführer Partornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Alles klar. Die haben aber komisch geschrieben. Wie gesagt. Ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Dann sind wir wohl noch nicht so bereit. Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Alles klar. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt... Das hat man schon mal, Moment. Ah, okay, jetzt ist es vorbei. Dann wird euer Weg bald frei sein. Da oben wohnt also der andere Typ. Und wir müssen... Moment... Markierter Ort. Ne, da müssen wir nicht hin. Ustengraf. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Zielort festlegen. Ups. Zielort festlegen. Ja. Markieren. Kann ich da eine Schnellreise hin machen, weil ich würde ungern nochmal zurücklaufen den Berg. Karte Schmortal. Bringe das Horn. Drachenfeste. Ja, Schnellreise. Okay, ich war es jetzt hier oben, habe Zauber erlernt. Und ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Den Mist, ich habe es bis jetzt noch nicht so benutzt. Müssen wir mal schauen.
Und da herzlich willkommen zurück. Ja, irgendwie, ach, hallo. Irgendwie, jetzt schleiche ich gerade. Irgendwie hat es jetzt gerade mein Tier ausgemacht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich war eh gerade unschlüssig darüber, wie lange ich überhaupt schon aufnehme. Hat sich also recht gut gepasst. Ich hätte so oder so ganz kurz abgebrochen und geschaut, wie lange ich aufnehme. Ist ja abends immer nur so eine Stunde oder so. Ich habe jetzt momentan, bin ich echt seit ungefähr einer Woche oder so, kann man sagen, bin ich eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Und wenn ich mal 5 Minuten zu Hause bin oder so, dann endet das daran, dass... wenn ich mal eine Stunde zu Hause bin oder so, dann endet das damit, dass ich eigentlich diese ganze Stunde... Ihr werdet Drachenblut genannt. Ja. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Miraz erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ach, ernsthaft? Kuh? Unerbitterliche Macht, okay. Alter, das soll denn der Mist jetzt? Stirb! Ich kann nicht einsetzen. Egal, los, komm drauf. Boah, ich sterbe. Was? So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Was sollte denn der Mist jetzt? Du bist kein Drachenblut. Boom, und mitten in der Stadt angegriffen. Keine Wache unternimmt was. Hä? Der kriegt aber jetzt ordentlich aufs Maul, das kann er aber wissen. Komm mal her, Süßer. Jetzt gibt's aber auf die Phrasen. Ist er hier? Habt ihr euch schon als selten versucht? Wo ist denn der jetzt? Mich verarschen? Wo ist der hin? Da ist er. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Das sind sogar zwei. Eure Lügen. Alle werden Zeuge von Fürst Miraz erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Ich weiß nicht, wieso die mich jetzt nicht mehr angreifen. Findet sie! Ich werde nicht fallen. Ah, diesmal mach ich's! Verarschen. Plötzlich Kopfgeld, ich werde hier angegriffen von diesen komischen Typen. So, komm hier drauf, Hinter. Du kannst mich mal. Gute Nacht. Willst du mich? Ich raff diese Typen nicht. Ich raff dieses Typen ernsthaft nicht. Wisst ihr, mache ich schon eine Drachenblut-Aktion und so ein Mist. Und ich überlebe das die Typen trotzdem nicht. Wie stark muss ich denn bitte sein? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sie keinen Mann mit gezogener Waffe nähert. Ich könnte mir mal Moment, vielleicht Zaubertränke, Frostbiss, Zaubertränke der geringen Heilung. Könnte ich mir mal auf F mitlegen. So, wenn ich jetzt gut drücke, kann ich auch den Tank da... Ah, das ist Ausdauer, die will ich ja gar nicht haben. Objekte, ich will ja... Habe ich keinen Trank? Ach so, hier geht's runter, alles klar. Zaubertrank der Regeneration. Oh, der ist heftig. Den hier will ich... Oh, das ist... Den hier will ich auf F haben. Und den da nehme ich noch auf F. Gut, dann habe ich jetzt... Wenn ich hier das im Menü hier reingehe, habe ich... 3 Tränke zur Auswahl, alles klar. So, jetzt gibt's auf die Fresse, aber richtig. Hallo, ihr Lieben. Ich warte, bis beide da sind, weil sonst wische ich nicht beide mit meinem Zorn.
Die rennen auch die ganze Zeit weg. So, jetzt kommt her. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Ja, genau. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihnen entgegenstellen. Mist, das war falsch. Düg, okay, dann kämpft die mit denen. Finde heraus, wer die Kultisten ausgesandt hat. Kultist, also mein Kompass leuchtet noch, deswegen kann ich momentan... Ach, das sind Wachen, alles klar. Bist du das? Lydia, alles klar bei dir? Wo sind die? Hä, willst du mich verarschen? Wo sind die? Ich dachte nicht, dass Lydia auch fertig gemacht werden kann. Ich finde die aber... Will mich verarschen, wo ist... Wo sind die denn? Da ist einer von denen. So. Unerbitterliche Macht. Kultistenbefehle, genau die will ich haben. Kultistenmaske und die Kultistengrube nehme ich mit. Wo ist der andere? Ach, greifen die mich jetzt alle an oder was? Ich fühle mich gleich verarscht langsam. Weißt du, da gehst du schon hin. Mara ist die Göttin Leo, okay. Weißt du, da hast du diesen Typen endlich besiegt, dann triffst du mit deinem Schrei aus Versehen anderer Leute, obwohl du hier schon sogenannte Privilegien hast in dem Dorf hier, weil du ja der des Jahres rechte Hand bist. Aber scheißegal, die bringen dich gleich um. Die lassen dir nicht mal, ich hätte die 40 Kopfgeld auch bezahlt, ne? Nein, die lassen dir nicht mal die Möglichkeit, irgendwie das Kopfgeld zu bezahlen. Die bringen dich einfach gleich um. So, unerbittliche Macht. Dann Zaubertränke, Zaubertränke gegen Manika auf F, Zaubertränke gegen Heilung auf F und Zaubertrank gegen Ausdauer. So. Alles auf F gelegt. Und hier hintereinander, wunderschön. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Genau, das bin ich. Ja, ich bin Drachenblut. Eure Lügen. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Einer wird Zeit zu sterben. So, komm her, los. Boah, will der mich verarschen? Was ist das für ein Typ? Zaubertrank gegen Ausdauer, Manika, Heilung. Will der... Hä? Ihr habt's gesehen. Ich hab mich geheilt. Ich war voll. Was soll der Mist? Kann ich gegen die nicht gewinnen oder wie? Das wäre ja absolut doof. Weißt du, ja, bis Drachenblut kommen irgendwelche Typen daher. Hm, kannst dich nicht dagegen bewähren. Klasse. Toll. Ja, schon klar. Ich will aber auch nichts anderes sagen, weil ganz ehrlich, ich kann mich doch nicht von irgendwelchen komischen Kultisten hier verarschen. Aber anscheinend kann ich gegen die gar nicht gewinnen. Die sind anscheinend viel zu mächtig für mich. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Ja, ich bin ein Drachenblut. Okay, alles schön. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax. Okay, geh mal dann still weg, Lydia. Jetzt greifen sie doch wieder an. Etwas unternehmen. Na, hilf Lydia, bitte. Die Arme. Der wird zum Feuergeist, der Typ. Wow. Hilfe! Wachen!
Ich werde belästigt. Feueratro nach. What? Ja, genau du stellst dich mal vor mich. Ja, ja, genau du. Ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt hinterher machen. Wo sind die hin? Okay, sind schon einige. Lydia geht's ganz gut anscheinend wieder. Okay, die haben den getötet. Ich hoffe, der andere lebt sich noch irgendwie. Kultistenrobe. Aber der hat nicht die Befehle gehabt. Wo ist der andere? Ah, alles klar. Kultistenbefehle und Kultistenrobe. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Also wir mussten, durften die nicht beseitigen. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Fackel. Nein, ich will in meiner Bücher. Das Erwachen, Kultistenbefehle. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe immer noch nichts. Ich kann den Brief nicht lesen, wenn dieses abgeschlossen davor steht. Mein Gott. Geht in Drabenfels an Bord der Nordknight. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenboot, bekannt als Neverguest, bevor es Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück. Dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Anscheinend will da jemand, dass wir... Also die waren wirklich davon überzeugt, dass wir das falsche Drachenblut sind. Anscheinend will da jemand unseren Tod, bevor wir eine gewisse Stadt erreichen. Stendar ist der Gott der gerechten Herrschaft durch Macht und Gnade. Einer seiner Schreine befindet sich im Tempel der göttlichen Einsamkeit. Karte. Das ist Jürgen. Wo muss ich... Wo soll ich nicht hin? Dämmerstern, Mortal, Einsamkeit, Winterfeste, abbrechen. Reise nach Solnstheim. Aber ich dachte, ich habe jetzt zwei Quests, alles klar, okay. Wir sind aktueller Standort, alles klar. Na, dann würde ich sagen, wir geben uns erst einmal zum wahren Herrscher, denn wir müssen mehr über unser Drachenblut herausfinden, bevor wir uns damit irgendwas anderem kloppen, weil die Drachen sind doch etwas wichtiger. Oh, ich weiß nicht, wie kann man sagen, das Zwiegespalten an Rollengames ist natürlich, dass man einerseits viel machen kann und sich den Weg selbst aussuchen kann. Allerdings kann man dadurch dann natürlich auch Dinge verpassen oder falsch machen oder anders machen. Jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zwar nicht genau das, was ich meine, aber jetzt haben wir zum Beispiel diese Typen bekämpft. Und wenn man natürlich vorher nicht weiß, dass man die gar nicht angreifen soll, sondern dass man sich verstecken soll und die Wachen das machen soll, ja, dann stehst du natürlich erstmal doof da und stirbst ein paar Mal. Man hätte es vielleicht auch früher einsehen können, dass man keine Chance gegen die hat, aber... Das mit der Manike, das habt ihr gesehen, ich habe mich voll aufgehalten mit den Tränken und dann irgendwie, du hast doch keine Chance. Was sind das hier? Ich wollte mal gucken, ob das Drachenskelett eigentlich noch da liegt, aber ich renne jetzt nicht extra dahinter. Wo ist das hier? Das ist kein Drache, aber es ist ein Skelett. Und wir begeben uns auf den, ich muss gerade mal gucken, wie lange wir jetzt schon gelaufen sind. Immer so als Test. Da kommen wir her. Nur noch den doppelten Weg. Das passt ja. Dann ist es gar nicht so weit, wie ich dachte. Sieht auf der Karte immer so ewig elendig lang aus. Ich glaube, wenn ich die Waffe einstecke, dann geht es doch alles ein bisschen schneller. Mein Pferd, wo das ist, habe ich keine Ahnung. Ich sehe Lydia. Ich wollte jetzt... Nee. Das hau ich jetzt nicht raus. Ja, natürlich greift er uns an. Warum auch nicht? Ein Bandit. Hallo. Das war der falsche Spruch. Unerbittliche Macht.
Ich will die Macht ausprobieren. Und zwar Leuten, die man auch besiegen kann. So, Dietrich, 6 Gold, Fellrüstung, Eisenbeil, Langbogen, ja, wird alles keiner. So, auch der ist tot. Und er hat 3 Gold und Kupferdiadem mit Onyx. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ja doch, das glaube ich schon. Denn jetzt probiere ich es aus. Ja, der macht schon ein bisschen Schaden, aber nicht so sehr, wie ich gedacht habe. Aber ich denke mal, das wird sich noch ändern, sobald wir das dritte Wort gelernt haben. Auch ich frage mich sowieso, warum wir uns nicht gleich das dritte Wort beigebracht haben. Sondern erst den zweiten Spruch. Oh, warum lag ich das gerade so? Sondern erst den zweiten Spruch. Durchsuche Bandit. Zaubertränke kleine Heilung. Boah, wie viele das hier sind, das geht ja gar nicht. Eben zwei, ne? Ach, Süße, das habe ich vor. Gold nehme ich mit. Bäh! Oh, das ist böse. Aber coole Stellung. Also, jetzt das war jetzt nicht so. Ach, das war nicht so gemeint. Was haben wir denn hier jetzt? Hier komme ich nicht durch, gell? Nee. Hier ist. Eisenbahn. Die nehme ich natürlich sofort mit. Und das ist keine Höhle, alles klar. Ist eine Schmiede. Ach, wir sind hier an einer Schmiede gelandet. Alles klar. Ich suche Truhe. Eisenschild der schwingenden Magie. Ach, schwindenden Magie. 67 Gold. Rolle des Rufs zu den Waffen und Eisenpfeilen nehme ich natürlich alles mit. Und hier kriegen wir bestimmt noch was für die Schmiedekunst. Nicht? Moment, da stand, glaube ich, was Interessantes drin. Ne? Die Mondschmiede. Die Schmiede. Ich habe die Schmiede zum Laufen gebracht, doch ich finde an ihr immer noch nichts Besonderes. Diese Waffen wurden eindeutig hier geschmiedet, doch das Geheimnis ihrer Verzauberung offenbart sich nicht. Bislang konnte ich nur feststellen, dass es eine Verbindung zwischen der Macht der Waffe und dem Erscheinen der Monde gibt. Okay. Mondstahlschwert. Benutze Schleifstein. Kann ich eventuell eins meiner Schwerter... Alte macht dann 25 Schaden. Stahlkriegshammer Fein macht mittlerweile schon 28 Schaden. Das heißt, der ist immer noch unser bestes Stück. Unsere Schmiedekunst ist von 15 auf 16 hoch. Also fast auf 16 hoch. Nehmen Mondstreitkolben. Ja, gibt ordentlich Kohle. Benutze Schmiede. Ich probiere es einfach mal. Ich kann mal irgendwas Interessantes schmieden. Stahl. Langweilig. Ich hätte gern Eisen. Eisenkriegshammer ist auch ziemlich langweilig. Kaiserlicher kann man nicht machen. Baumaterialien. Knochenrüstung. Das sieht nicht schlecht aus. Netzschleder, Knochenmehl. Also brauchen wir Knochenmehl sogar. Ich suche aber gerade eigentlich Waffen raus. Leder, sonstiges, kaiserlicher Eisen. Ist aber nichts Besonderes. Ich will irgendwas Cooles. Geschlagene Rüstung. Es fehlen die erforderlichen Teile. Leder, Schmuck, Baumaterial, Knochenrüstung, sonstiges. Muschelkäferhelm. Müssen wir uns echt in der Schmiedekunst noch ein bisschen fortpflanzen. Ja. In der Schmiede fortpflanzen. Na, was hältst du davon? Kein Kommentar. So. Ich würde sagen, dann laufen wir mal weiter. Ja, das war der Klingelton zum Beenden der jetzigen Folge. Aber ich denke mal, ich kann hier gerade durch noch mal ein bisschen länger machen.
Weil ich bin jetzt, müsste jetzt knapp unter einer Stunde sein. Und da machen wir uns einfach ein Stückchen länger. Ich hau die Folgen ja nicht. Ich nehme ja momentan zwar täglich eine Stunde auf, aber ich hau das ja nicht täglich raus, dann das kommt vielleicht. Ich will es auch nicht so oft raus, sondern habe ich länger Folgen. Damit ich dann im Nachhinein nicht sagen muss, jetzt habe ich wieder drei Tage keine Folge, jetzt habe ich wieder drei Wochen keine Folge, weil ich jetzt gerade im Moment nicht mehr aufnehme. Wenn du schon wegrennst, dann renn doch nicht so weg, dass du mich reinrennst. Mein Gott, Junge. Nachdenken, wenn man was tut. Nachdenken. Einmal. Stirb! Ja, klar. Es ist schon echt bitter, ne? Ich krieg hier mit meinem Schrei nicht meinen Wolf tot. Leicht angekratzt habe ich ihn. So ein Stein, okay, ich dachte schon, was ist das? Okay, jetzt können wir den Schrei wieder benutzen. Sieht man nur beim Kompass, der fängt ja an mit Leuchten, wenn man so lange den Schrei nicht benutzen kann. Aber was vielleicht eine Idee wäre. Einfach ab und zu mal so hinsprinten, dann sind wir schneller. Was sind wir denn jetzt? So. Wie nicht falsch ist, dass so ein Ding auf mich runtergebracht. Naja, okay. So, wieder einen Sprung gemacht. What the fuck? Da ist eins von diesen Eistrollen. Sieht unschön aus. Stopp! Boah, macht der Schaden. Alter, macht der Schaden. Wirke im Kampf Seelenfalle auf einen Feind, der dann wird seine Seele in eine der leeren Seelensteine eingefangen, wenn er stirbt. Und ich bin wieder hier. Ach, wie wunderschön. Ich will mal ganz kurz das probieren, und zwar wenn ich jetzt hier hochgehe und Moment. So, wir sind Sprint, genau. Schade, ich dachte, ich hau jetzt hier irgendwie nach oben. Okay, na dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Und bis dahin sage ich schon mal tschüss. Und wir... Ich fiel hier hoch. Bis dahin sage ich schon mal tschüss. Und beim nächsten Mal laufen wir dann Richtung da. Und hoffentlich kommen wir an dem Eistor vorbei. Tschüss. Boing. Bis denn.